Seit Wochen sorgt die Neuregelung der Anwohnerparkgebühren in Koblenz für hitzige Diskussionen. Bisher kostete der Ausweis einheitlich 30,70 Euro im Jahr. Doch seit dem 1. März werden die Gebühren individuell berechnet. Das bedeutet, dass Besitzer größerer Autos nun deutlich mehr zahlen müssen als Besitzer kleinerer Fahrzeuge. Die Aufregung im Stadtrat und im Netz enorm. Also zunächst mal kann ich natürlich immer jeden Bürger, wenn es sachlich ist, verstehen und jede Bürgerin natürlich auch. Und wenn etwas teurer wird, dann ist Unmut vorprogrammiert, das ist völlig klar. Ich will aber mal sagen, dass wir in vielen Bereichen seit vielen, vielen Jahren, anders als andere Städte, die Belastung der Bürger nicht erhöht haben. Wir haben seit vielen Jahren nicht die Grundsteuer erhöht. In fast allen rheinland-pfälzischen Städten wurde das gemacht. Wir haben lange Jahre die Müllabfuhrgebühren stabil gehalten und so weiter. Punkt 1. Und gerechnet haben wir damit natürlich auch, dass es Unmut gibt. Nicht nur die Anwohner sind hierüber empört. Auch der Stadtrat ist nicht besonders erfreut über die neue Regelung, denn er wurde bei der Entscheidung nicht mit einbezogen. Die Rechtsgrundlage für diese Bewohnerparkgebühren sieht ausdrücklich vor, dass der Stadtrat angehört wird. Das haben wir auch gemacht. Das hat im Übrigen ja auch dazu geführt, dass wir von der ursprünglich vorgesehenen Gebührenhöhe nochmal etwas nach unten abgewichen sind. Somit gab es also schon ein Entgegenkommen der Stadtverwaltung. Doch die Meinungen gehen auch in weiteren Themen auseinander. In Städten wie Andernach, Main und Trier wurde sich für einen einheitlichen Betrag entschieden. Warum also nicht auch in Koblenz? Ja, da gibt es verschiedene Modelle in der Tat. Es gibt Städte, die nehmen einen Festbetrag, 200 Euro zum Beispiel. Und wir waren der Meinung, dass es einfach ein bisschen gerechter ist, wenn man einen Maßstab nimmt, dass nicht jeder, egal welches Auto er hat und wie groß das Auto ist, den gleichen Betrag zahlt. Also ich habe das im Stadtrat sehr eindeutig gesagt, indem ich gesagt habe, eine Parkgebühr für alle, das schafft Frieden, egal wie groß das Fahrzeug ist, denn man muss doch mal sehen. Wir haben unterschiedliche Strukturen in der Bevölkerung. Nur weil einer ein großes Auto fährt, heißt ja nicht, dass der reich ist. Es gibt Leute, die haben 4, 5 Kinder. Meine Nachbarn, bei denen ist das so. Die fahren einen VW-Bus, die können gar nicht anders. Weil wenn sie einkaufen fahren mit 4 Kindern oder einen Ausflug machen, brauchen die ein großes Auto. Und wo soll das denn sozialverträglich sein, wenn letzten Endes die Größe des Fahrzeugs darüber entscheidet, was du bezahlen musst? Doch genau diese soziale Komponente wurde bei der Entscheidung der Gebührenverordnung von der Stadtverwaltung nicht beachtet. Diese Gebührenregelung nimmt jetzt nicht darauf Rücksicht, wer das Auto fährt, sondern es wird allein auf den Tatbestand des Fahrzeuges abgestellt. Und insoweit, wenn man sich für diesen Gebührenmaßstab entscheidet, dann ist das so. Die Rechtsprechung hat auch ausdrücklich beschlossen, dass man keine sozialen Aspekte berücksichtigen darf. Also zum Beispiel Familien mit 2 Kindern. Auch da gibt es ja Familien, die über ein hohes Einkommen verfügen. Wie in jeder Bevölkerungsschicht ist das so. Und das ist abgelehnt worden. Im Übrigen will ich darauf hinweisen, wenn wir Straßenausbaubeiträge erheben oder andere Beiträge, dann gibt es auch keine sozialen Komponenten. Nicht nur dieser Punkt stieß im Stadtrat auf Unverständnis. Im Stadtgebiet parken Anwohner sowohl in markierten Parkbuchten als auch auf freien Flächen. Wefelscheid betonte, dass dies bei der Verordnung berücksichtigt werden sollte. Parkplatz ist nicht gleich Parkplatz. Sie haben Straßenzüge, da parken Sie längs der Straße, also hintereinander die Fahrzeuge. Dann haben Sie andere Straßen, da gibt es Parktaschen. Sondern erklärt das doch mal der Bevölkerung draußen, warum ein Smart auf einer Parktasche also billiger sein soll als ein größeres Auto in einer Parktasche. Parktasche ist Parktasche, der ist das egal. Und wenn das Bundesverwaltungsgericht, ich zitiere da nochmal, sagt, dass also Gebührenzwecke der Kostendeckung und des Vorteilsausgleichs also sind, dann verstehe ich das eben nicht, weil man zahlt für eine Parktasche, egal wie groß das Auto ist. Das stimmt. Aber die Bewohnerparkzonen sind ja in der Regel so, dass es dort beides gibt. Und ich will mir nicht den Verwaltungsaufwand und den Ärger vor Ort vorstellen, wenn man dann auch mal innerhalb der Parkzonen sozusagen differenziert. Deshalb haben wir uns für diesen Maßstab entschieden. Und dann ist das halt eben so,
dass in der Parktasche natürlich, die eingezeichnet ist, halt eben Leute parken mit unterschiedlich großen Fahrzeugen. Die dürfen aber auch in anderen Bereichen in der Parkzone parken, die nicht eingezeichnet sind. Die Ausstellung der neuen Anwohnerparkgebühren erfordert eine individuelle Berechnung basierend auf dem Fahrzeugtyp. Dies wird zu einem signifikanten Anstieg des Verwaltungsaufwandes führen. Die Verwaltung geht selbst von einem sehr hohen Personalaufwand aus. Händisches Berechnen von Fahrzeuggrößen, Automatisierung irgendwann. Bei Digitalisierung braucht die Stadt grundsätzlich mehr Tempo, aber dann sich noch da so ein Bürokratiemonster aufzuhalsen, halten wir für falsch. Ja, wir arbeiten natürlich momentan an einer technischen Lösung. Das heißt, die Daten aus den Fahrzeugscheinen werden dann technisch übertragen an das Bürgeramt, sodass der bürokratische Aufwand nicht sehr viel höher ist. Er ist ein bisschen höher, aber er steht bei erwarteten Einnahmen von rund 800.000 Euro mehr als bisher, durchaus in einem angemessenen Verhältnis. Angesichts des Unmuts der Bewohner und des Stadtrats stellt sich die Frage, ob es noch Möglichkeiten gibt, die neue Verordnung anzupassen. Es gibt so einen schönen Spruch: Vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand. Das heißt, ich rechne schon damit, dass es Klagen geben gegen diese Regelung. Und dann wird man schauen, was die Gerichte sagen. Wenn die Gerichte sagen, das dürft ihr so nicht machen, dann werden wir von einer Staffelung auf eine feste Gebühr umsatteln oder umstellen. Ob das dann für die meisten günstiger ist, wage ich zu bezweifeln.